Hallo, liebe Lions! Herzlich willkommen zu einem neuen Maskenmontag von uns zwei hübschen Uwes am Start. Muss ich auch. Und natürlich eine Maske. Wir haben uns heute entschieden für die DM Alverde Naturkosmetikmaske, und zwar die hydrofeuchtigkeitsspendende Maske mit Hyaluronsäure. Die soll uns schön Feuchtigkeit spenden. Wir teilen uns die, weil hier so viel drin ist, dass es locker für 2 Leute reicht. Die Anwendung ist natürlich wie immer so 5 bis 10 Minuten. Reicht für 1 bis 2 Anwendungen. Also bei uns wird es dann eine sein, weil wir uns die teilen und der Uwe wird die mal in der Mitte durchschneiden. Längs. Nee, so bitte. Warum nicht? So hat ungefähr jeder gleich viel. Ja. Genau. So, eure Fragen habe ich auch am Start. So, ja? Nein! Mm. Vorher aber muss ich mich noch ein bisschen präparieren, ist ja klar. Warum? Pony beiseite. Und den Nasenpopel raus. Du willst ja natürlich Ohren haben, wa? Natürlich. Mir ist egal wo, Hauptsache ist gleich. Das ist unten hier, das ist oben. Dankeschön. Bitteschön. Meine habe ich. Ich tue sie auf den Teller. Oh, ja, riecht aber gut. Durchsichtig ist die. Sieht aus wie eine Qualle. Oh. Ja, riecht wirklich sehr, sehr gut. Frisch. Ja. Riecht die. Hm? Oh, die riecht wirklich richtig gut und ist so Gelee-artig, wie so eine Qualle halt. Ne? So sieht das aus. Der Duft ist wirklich angenehm. Ich werde mir jetzt erstmal, warum lachst du? Das hier auf mein Gesicht schmeißen. Oh, schön kalt. Meine Haut braucht im Moment echt extrem viel Feuchtigkeit, halt das Gefühl. Ganz ehrlich. Doch, der Duft ist sehr, sehr angenehm. Das ist ja bei Naturkosmetik auch immer so eine Sache. Der eine mag es, der andere nicht. Ich mag die meisten Gerüche von der Naturkosmetik nicht so gerne. Aber der ist echt... Und schön die Augen aussparen, ja? Ja. Nicht vergessen. Der ist echt angenehm. Der Auftrag dieser Maske ist auch absolut positiv. Dadurch, dass das so eine gelige Konsistenz ist, ist sie aber trotzdem wunderbar weich, oder? Ja. Die ist also jetzt so nicht, dass sie so sich zieht oder irgendwas auftragen lässt. Nee, der Auftrag ist echt ganz toll und schön kühl. So, ich hoffe, ich habe alles eingeschmiert. Schon fertig? Na klar. Wundert dich? Ja, du hast ja weniger drin gehabt. Aha. Also zumindestens, ach, die Haare sind... Das ist wieder der Nachteil an den längeren Haaren. Die sind jetzt immer im Weg, ne? Ja, also doch Glatze. Alles, was sie hatte, war Glatze. Also wenn das hier so ein bisschen dicker draufhängt und das so Tropfen runter wabbelt, dann möchte ich nicht sagen, woran mich das gerade erinnert hat. Da mach ich ja gedacht, schon wie gut. Da sagen wir jetzt mal nichts, so die Gedanken sind frei, meine Lieben. So, die sehen wir aus. So, ich fange jetzt schon mal an. Wir haben natürlich positiv gedacht. Natürlich. Ich fange schon mal an... die Fragen hier rauszusuchen, oder? Ja. So 2 bis 3 haben wir ja noch. Müssen wir wieder welche schreiben, wa? Ja, meine lieben Leute, schreibt uns gerne Kommentare in den Community-Tab. Ich verlinke euch den hier oben, da kommt ihr direkt hin. Gleich der erste Beitrag ist es, da könnt ihr uns für den Maskenmontag eure Fragen stellen. Da werde ich sie auf jeden Fall finden. Oder schreibt sie hier in den Kommentaren mit Hashtag Mamo. Aber da ist es manchmal, dass ich es einfach nicht finde, weil der Hashtag nicht richtig geschrieben ist. Lieber an den Community-Tab, ne? Also, ja, wenn das Video zu Ende ist oder ihr springt jetzt hin und schreibt direkt eure Frage und kommt dann wieder. Aber lieber am besten nach dem Video. Und zwar, uns Fragen stellen. Ach so. Was denn? Das hat mit Corona nichts zu tun. Ihr habt ja Zeit, jetzt könnt ihr das machen. Nebenbei mal so. Jetzt wird der Uwe mutig. Ja, und ich fange mal an mit unserem ersten Liebelein, und zwar unsere liebste Vicky Taylor hat uns geschrieben. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße an dich, Vicky. Sie schreibt Hashtag Mamo, Hashtag ihr seid die Besten, Hashtag süße Fellnase Kira, Hashtag Herz-Community. Absolut. Du schreibst, mich würde interessieren, wie ihr im speziellen Uwe damit umgeht, gerade zu einer Risikogruppe zu gehören. Ganz normal. Naja, kannst du jetzt so passt schon ein bisschen auf, so ist es nicht. Ich bin schon vorsichtig. Also ich trage Handschuhe und so, wenn ich einkaufen gehe oder wenn ich unterwegs bin, Handschuhe auf alle Fälle. Genau. Das ist mein Ein und Alles erstmal. Die Hände haben wir uns schon immer ordentlich gewaschen, ja, aber jetzt halt doch etwas öfter. Ne? Aber ist klar. Grundsätzlich reagiert schon ein bisschen anders. Grundsätzlich Handschuhe. Dann hat der Uwe vor ein Bastel-Wastel-Projekt, nämlich mit euch zusammen oder zumindestens ein paar Masken nähen. Also wir möchten unsere Atemmasken halt selber nähen. Wir wissen, dass das nicht die DIN entspricht, ne? Dass das irgendwie schützt. Ja. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wenn man husten oder niesen muss, dass das halt nur 20 cm aus diesem Stoff raus kann, während man keine Maske trägt, das 2 Meter um sich schleudert. Und also die Maske machen und dann Loch machen, ja? Nein, also sowas beherzigen wir schon. Wir meiden klar Menschenmassen. Klar. Also ich würde so gerne mal wieder irgendwie ins, gerade jetzt wo die Temperaturen ein bisschen höher kommen wieder, ins Eiscafé oder irgendwas. Ne? Aber das ist halt nicht nötig, das meiden wir. Und was machen wir denn noch? Ja, wir sehen halt einfach zu, wirklich das Nötigste zu machen, was man rausgehen halt zu tun hat. Ja. Kann man noch mehr machen? Keine Ahnung. Also selbst zum Arzt gehen möchten wir jetzt eigentlich nicht so wirklich, ne? Weil da einfach... ich hatte jetzt einen Termin gehabt mit meinem Lungenarzt. Abgesagt. Habe ich abgesagt. Und er hat auch, die Schwestern waren sehr nett und haben auch Verständnis. Er hat meine zurzeit nicht und... Wenn dringend ist, dann soll ich vorbeikommen. Genau. Wir mussten jetzt mit Kira zum Tierarzt, haben wir auch vorher angerufen, ob leer ist. Und dann sind wir auch sofort rangekommen, ohne dass du da mit vielen Menschen halt... Kinder da. Genau. Also auf sowas achten wir jetzt halt, worauf wir früher nicht geachtet haben. Nee. Aber ansonsten... ja, ein bisschen vorsichtiger, aber trotzdem normal. Der Alltag, ne? Versucht zu bleiben. Ja, wir versuchen so gut wie möglich halt... Damit vernünftig umzugehen. Genau. Also ohne, dass es uns jetzt noch doller einschränkt, weil es uns im Kopf vielleicht auch noch... Nee. Also wir versuchen da immer noch... es wird nicht unterschätzt von uns, absolut nicht. Es wird schon ernst genommen, aber wir versuchen natürlich auch so frei wie möglich... halt unser Leben zu leben. So. Na klar. Dann fragst du weiter, was unternehmt ihr im Allgemeinen, um gesund zu bleiben? Wir haben mit Rauchen aufgehört. Ja. Mit Saufen auch. Alkohol. Naja, Quatsch. Aber wir trinken keinen Alkohol. Nee. Das gehört schon dazu. Nicht rauchen. Also ich kann jetzt nicht sagen, wenn ihr das gerne hören möchtet, dass wir uns besonders gesund ernähren. Nein. Da wollen wir mal lieber nicht drüber sagen. Und wir wissen alle, dass das das A und O ist, um alt zu werden und jung auszusehen und gesund zu sein. Das machen wir nicht. Aber es gibt halt so einige Dinge, wir versuchen uns halt zu bewegen, was jetzt in Corona-Zeiten halt auch wieder etwas schwieriger ist. Ja, rauchen halt nicht mehr, trinken halt nicht mehr. Alkohol. Und uns halt lachen gesund. Also... Es ist ja auch so, es gibt ja auch so diese Heilkomik, wisst ihr? Das ist einfach, wenn es schon irgendwie ja nicht mehr, wenn es so schlimm ist, dass es eigentlich schon wieder lustig ist. Wisst ihr, was ich meine? Man muss halt auch über sich selbst lachen oder auch über eine Situation, das muss man halt können, ansonsten ist ja psychisch daran kaputt. Also das machen wir halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich da jetzt noch im Allgemeinen sage. Also das A und O wäre ja natürlich die Ernährung und die ist bei uns alles andere als gesund. Wir versuchen da ab und zu auch mal ein bisschen was Gesundes mit reinzubringen, aber meistens essen wir das, was uns schmeckt. Weil, meine Lieben, das Leben ist so kurz. Warum soll ich mich da mit großartigem Verzicht rumquälen? Okay, das ist jetzt natürlich jemand, der jetzt übergewichtig ist und sowas sagt, ist natürlich wieder so das gefundene Fressen. Aber ich bin nicht dick, weil ich viel esse, sondern weil ich halt gerne leckere, ne? Also ich esse halt zwischendurch so Leckerkram, Eis. Ich könnt mich von Eis ernähren und das sind Bomben, ne? Ja. Bombe. Naja, also gesund ernähren wir uns leider nicht. So. Dann es gibt welche, die ernähren sich gesund und sind auch schon tot. Ja. Und sind noch nicht mal so alt geworden wie wir. Ja, das stimmt. Das ist so, das, wo das für mich so wieder diese Situationskomik ist. Da sind Menschen, die haben ihr Leben lang auf gewisse Dinge verzichtet. Ja. Und hat halt auch nicht geholfen. Ne? Das ist früher oder später trinken alle Wurzelpeter. Das ist also. Und kriegen sich ihre Dienste von unten an. Und ich bin der Meinung, ob ich jetzt auf dieser Welt 5 Jahre länger da bin oder kürzer. Also da lege ich jetzt nicht so den Wert drauf, ganz ehrlich. Also ich muss schon ein gewisses Alter erreichen. Ich hoffe, das erreiche ich auch. Ja. Ja. Aber ich muss jetzt nicht ums Verrecken wie die Queen, was weiß ich, 96 werden oder 99, ich weiß es nicht. Also das ist nicht, steht nicht auf meiner Agenda, 99 zu werden. Wisst ihr, was ich meine? Und so wie sich das hier alles entwickelt, sowieso nicht. So, was und das haben wir gerade, also nicht nur auf Corona bezogen, das haben wir ja gerade gesagt. Was für Blumen werdet ihr auf dem Balkon haben? Ja, dieses Mal wollen wir ganz anders pflanzen. Ja, wir wollen... keine Geranien? Ne, wir haben sonst immer Geranien gehabt, ja. Stimmt. Wir wollen auf der einen Seite 2 oder 3 Dipladenias haben, das sind so Rankelpflanzen. Ja. Dann wollen wir an der Front Bornholmer ja. haben. Und an der anderen Seite wollen wir Buntnessel machen. Ja, nein. Weiß nicht. Nee, war da nicht was anderes? Nein, Brennnessel nicht. Da war da irgendwas anderes. Ja, auf jeden Fall sowas in der Art. Mhm. Na, vorne, die links, da wollten wir die... Dipladenia? Ja. Ja. Und vorne die Front... Die Bornholmer? Die Bornholmer, und da wolltest du doch noch was da mischen. Ja, wir wollten noch was machen. Ich weiß es nicht mehr, aber Buntnessel war Buntnessel auch... Buntnessel wird bunt. Und Buntnesseln, meine Güte, wir haben letztes Jahr Buntnesseln gehabt. Also wer jetzt nicht so auf Blühpflanzen, ne? Ja. Aber trotzdem auf was Tolles, so was schick vom Blatt her aussieht, da kann ich echt Buntnessel empfehlen. Ja. Und das ist so ein Busch geworden, also ja. Wirklich... Und die waren zu klein, die Pflanze. Weil man gesagt, na hoffentlich wird das was und... Ja. Wenn die so klein war, wer weiß, ob die auseinander ja. geht. Boah, Wahnsinn. Die hat am Ende fast den ganzen Kasten eingenommen. Ja, die hat sich richtig breit gemacht. Ja. Also eine Buntnessel wollen wir auf jeden Fall. Da steht auch den ganzen Tag die Sonne drauf. Aber da ist ja halt, das ist ja auch ein 80er, ja. Eine 80er Kiste. Wir wollten da noch irgendwas anderes zwischen. Ich hab das vergessen. Werden wir sehen, wenn wir hatten uns den Schlachtplan schon gemacht. Geschrieben haben wir. Ja, genau. Aber habe ich jetzt nicht hier. Aber so in der Art wird es halt werden. Genau. Also dieses Mal ohne Geranien. Ja. Füchschen dürfen, können wir nicht machen wegen die Sonne. Ja, das halten die nicht aus. Sonst wollen wir Füchschen drauf machen. Fuchschen. Fuchschen, so. So. Weiter fragt Vicky, werdet ihr die Grünpflanzen drinnen nun wechseln? Und wenn ja, was habt ihr da geplant? Also wir haben uns jetzt nochmal von den Efeututen Ableger abgemacht. 4 Stück. Ja. Habe ich abgemacht. Und sind die jetzt schon weggeschmissen, die anderen? Die Töpfe? Der Rest ist weg. Und die Palme haben wir auch weggeschmissen. Ja. Das Einzige, was wir noch aufgehoben haben, ist der Gummibaum, den Uwe mit in die Beziehung gebracht hat. Und da ist auch ein Strahler. Und da ist nichts dran, weil das auf Ceramis steht. Ja. Genau. Ansonsten sind alle Pflanzen weg. Leider. Tut weh, ne? Ja, aber und wir wollen dann auf alle Fälle wieder Geranien machen. Und dann war so auf Hydro. Der Tod speist das Leben, ne? Sagte man ja. Ja auch so schön. Also aber das ist Platz für Neues. Gut, wir haben das erste Mal so eine Fliegen gehabt. Ja, ja. Sonst war die ganzen Jahre nicht. Niemals, ja. Ja, und geplant, also wir wollen schon wieder so eine Efeututen haben, irgendwas rangelndet. Ja. Und eine Palme hätte ich auch gerne wieder, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Yucca möchte. Nee, vielleicht so eine Fächerpalme. Ja, eine Fächerpalme. Oder irgendwie so eine Monstera, ne, ja. Die so riesige Blätter ja. Und die so... die wollen auch ja. Den Platz da schön einnehmen. Ja, ja absolut. Gut. Mal gucken, so was in der Art ist halt geplant. Ja. So was in der Art? Ja. Ah, ich schon wieder einen Plan. Aha. Nun zu Kiramos. Wie genau wollt ihr das Alleinsein üben? Ja, das ist so eine Sache. Also am Anfang haben wir geübt, also sie einfach nicht mitzunehmen in Räume. Wir sind zusammen jetzt zum Beispiel ins Schlafzimmer gegangen ohne Kira. Dass sie einfach in der Wohnung lernt, ja, dass das nicht schlimm ist, wenn wir mal kurz verschwinden. Ne? Und das haben wir, naja, ich würde mal sagen, so eine halbe Stunde am Tag sind wir von Tür zu Tür gegangen und haben sie immer allein gelassen. Ne? Das haben wir so in der Wohnung gemacht. Und da haben wir gar keine Probleme mehr. Ja. Also sie interessiert sich dann gar nicht mehr dafür, wenn ich mal alleine ins Schlafzimmer verschwinde oder wir beide irgendwo in irgendeinem Raum sind. Das hat geklappt. Ne? Das musst du halt nur konstant immer wieder jeden Tag machen und wie gesagt, halbe Stunde, Stunde, ständig in Bewegung in der Wohnung bleiben und von einer Tür in die andere und sie halt nicht mitnehmen oder den Hund. Und nicht beachten, wenn er wieder rauskommt. Genau. Denn was jetzt das aus der Wohnungstür angeht, da sind wir ja gerade selber noch mittendrin. Das klappt ja noch nicht ganz so hundertprozentig, was aber schon besser geworden ist. Und da gehen wir halt immer raus aus der Tür. Am Anfang sind wir noch vor der Tür stehen geblieben, da hört sie uns natürlich. Aber wir waren halt nicht im selben Raum, dann sind wir eine halbe Treppe tiefer gegangen und still, also wir haben uns nicht unterhalten, ja, und haben da halt gewartet und jetzt sind wir eine ganze Treppe tiefer. So ganz, langsam kommt der Film. Wir wollen es jetzt irgendwann halt schaffen, dass wir bis auf den Hof oder bis auf die Straße sind, dass sie uns nicht sofort hört, aber obwohl, wenn du vom Einkaufen kommst oder wenn ich von irgendwoher komme, ja. Da kriegt sie das ja auch sofort mit, dass ihr noch von uns kommt. Ja. Ja, mal gucken. Ne? Und wir haben halt unsere Kamera an und können dann immer gucken, wie sie sich wirklich verhalten. Ne? Weil im Hausflur, wenn ich eine Treppe tiefer bin, hört sie schon wieder nicht mehr. Nee. Ja, das ist das, was wir machen. Ich weiß nicht, ob wir es richtig machen, aber es scheint zu fruchten. Genau. Da wünsche ich dir auf jeden Fall mit deiner Abby ganz viel Glück, dass das auch fruchtet. Ne? So, und dann fragst du weiter, habt ihr schon über einen Schnüffelteppich für Kira nachgedacht? Ja, absolut. Also, ich wollte, der Uwe hat ja hier so ein Intelligenzspielzeug gekauft. Das hast du hier zu stehen. Wo ist der Leckerli? Nicht dran. Ja, also da ist sie... Wir haben schon probiert. Aber kein Problem. Das ist ja mit einem Schnüffelteppich überhaupt nicht zu vergleichen. Nee. Ich wollte eigentlich einen Schnüffelteppich haben, aber das, was sie da hatten... war jetzt so nicht das Optimale, sodass Uwe das mitgebracht hat und das, da ist sie auch mit wachsender Begeisterung dabei. Und so einen Schnüffelteppich wollen wir halt selber bauen. Nicht einfach mit so ein paar Taschen. Muss man kicken, wie das aussieht. Fäden und so was, genau. Also müssen wir auch mal kicken. Also so was finde ich gut, da versuchen wir das selbst zu machen. So, liebe Grüße und ganz viel Gesundheit wünscht euch eure Hummel-Vicky. Liebste Vicky, das wünschen wir dir auch. Bleib gesund, stay safe. Ja. Ne? Und ja, für Abby wünsche ich dir natürlich auch ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass das bei uns hier auch noch weiter fruchtet. Das ist eine Duldsache, weiter ist das nicht. Ja, und du musst halt am Ball bleiben. Ja. Ne? Ist Tatsache so. Wenn du das schleifen lässt, dann schleift es halt bei dem Hund auch. Ne? Das ist die verhästet am Ende noch. So, dann haben wir noch von unserer lieben I Love. Salina wartet, Logik, oder? Ja, ihr Lieben, ganz viele Herzchen und Küsschen, alle zurück. Wünsche euch einen schönen Tag und lasst es euch gut gehen. Okay, wir ja auch. Ich habe sie hat eine Themaidee, die 90er Jahre. Das ist ja auch nicht. Danke für deinen Themenvorschlag. Den werden wir uns mal gemütlich durch den Kopf gehen lassen. Ja, werden wir ausarbeiten. Ja. Genau. Die 90er waren ja fast genauso schlimm wie die 80er, aber nur fast. Ne? Die 80er waren noch ein bisschen besser. So, dann haben wir noch von Black is Happiness, unsere liebste Sassi. Hashtag Mamo, Hashtag Liebe, 1, 2, 3 Herzen. Die Verrückte. Die Verrückte, ne, die Liebe. Die Liebe Verrückte. Oh, die Kira kommt. Na, Mausi? Ja, streck dich. Ist schon wieder so weit mit einer halben Stunde hast du noch mit mir. So, lass uns mal noch die Maske hier machen. Die Sassi, die schreibt uns, was möchtet ihr euch unbedingt irgendwann kaufen? Noch ein Hund. Nee. Kühlschrank. Ja. Also das ist das, was ganz oben bei uns auf der Agenda steht und dann ein besserer PC vielleicht. Gibt es noch irgendwas? Ihr hättet auch gerne eine schöne Küchenmaschine. Uwe möchte einen Akkubohrer sich irgendwann mal kaufen. Küchenmaschine ist wichtig, ja. Ja. Da kann ich auch einen Bohrer einspannen, ich habe mir das schon mal angeguckt. Ja, sofort möchte ich mir unbedingt mal kaufen, aber ganz oben steht ein neuer Kühlschrank. Ja. Da müssen wir unbedingt den haben. So, zweitens, hättet ihr lieber einen anderen Namen? Und wenn ja, welchen? Also ich bin stolz auf meinen Namen. Oder, ich bin zufrieden damit. Ja, oder welchen Namen findet ihr allgemein schön? Also ich... Gut, also Uwe mag Uwe heißen und findet auch Uwe besonders allgemein schön. Die Susi, ich bin auch zufrieden eigentlich mit meinem Namen. Früher als Kind fand ich ihn doof, weil wenn mich einer geärgert hat und ich habe geheult, bin ich immer direkt als Heulsuse abgestempelt worden. Da fand ich den Namen doof. Aber im Erwachsenenalter jetzt, wo man nicht mehr so viel heult, finde ich meinen Namen schön. Ich finde sowohl Susi toll als auch Heulsuse. Nee, als auch Susanne oder Sanne oder wie auch immer man den Namen abkürzen kann, finde ich gut. Doch. Aber allgemein finde ich zum Beispiel so Anna ganz toll oder Emily. Finde ich auch toll. Emily ist für mich so romantisch irgendwie. Mhm. Ja, ich mag das total gerne. Aber das würde nicht zu mir passen. Also ich finde absolut Susi, nicht. Susi passt einfach zu mir. Der ist gerade so richtig der Name. Ja, also ich glaube nicht, dass ich anders heißen muss. Hättest du jetzt einen anderen Namen, hätte ich dich nicht genommen. Wie hättest du deine Kinder genannt, Uwe? Immer Paul und immer Fritze. Ach, hätten wir zwei Jungs, ja. Ja. Und Erla und Frieda. Oh Gott. Ach. Also ich hätte wahrscheinlich meine Tochter Emilia genannt. Finde ich übrigens auch sehr schön, den Namen Emilia. Und den Jungen, weiß ich nicht, Patrick oder sowas. Keine Ahnung. Also ich wollte halt Mädchen haben, über Jungs habe ich mir nie Gedanken gemacht. Und dicke Jungs, weil die am besten Fußball spielen. Ja, Uwe, ne? Die hätten alle Uwe geheißen, ja. Außer Klaus. Außer Klaus, der heißt Peter. Ja. Genau. Also das zu dem Namen. So, drittens, Typ, warm oder kalt Duscher? Warm. Kalt. Also wenn Uwe vor mir duschen war, dann verbrühe ich mich. Und wenn ich vor Uwe duschen war, dann Frost. Dann ist er so groß. Das ist ich sage ja auch nicht, wie groß. Die Staubkapsel. Okay. Ja, es ist doch so kalt, ist, Uwe. Ja. Kalt macht eine Staubkapsel. Ihr Männer da draußen wisst doch, von ich rede. Das ist doch nichts Schlimmes. Nein. Der Uwe versteht es einfach nicht. Doch. So, singen unter der Dusche? Nö. Selten. Also ich singe wirklich nicht. Das ist ja mit Blubbern. Blub, blub, blub. So, steht ihr ewig unter der Dusche oder geht das ganz flott? Das ist natürlich Ermessenssache. Was ist dann flott? Also... 10 Minuten mit runter, weg? Nö. Ja, also lange duschen, wenn es geht. Lange duschen und heiß. Aber du bist nicht lange unter der Dusche. Du bist nein, aber dafür richtig heiß. Also wir stehen ungefähr so 10 Minuten unter der Dusche. Bei mir dauert es halt mit Haare föhnen noch ein bisschen länger. Unter der Dusche? Nein. Auf Spannung. Nein, so einfach im Bad zu sein, ne? Weil ich ja mir die Haare noch föhnen muss, aber ansonsten unter der Dusche 10 Minuten. Ist das flott? Ich finde ja. Wie lange stehst du denn unter der Dusche? Stunde. So, weiter geht's mit. Welche Wörter bzw. Aussagen nerven euch so richtig? Also, ich... Ey, du. Also Aussagen, was mich so richtig nervt, ist Dicke sind faul und stinken. Denk schon ja die Lieder. Nee, weißt du, das ist einfach so allgemein, dass die Leute scheinbar denken, weil ich, so oft höre ich von Menschen, mit denen ich zusammen arbeite oder denen ich begegne und die ja, ein bisschen kennengelernt habe, dass die sagen, dass sie wirklich zu mir sagen, und du riechst ja gar nicht, also du stinkst nicht. Ich würde sagen, hallo? Warum sollte ich riechen? Riechen? Naja, oh Mann, Uwe. Ja. Ich wasche mich jeden Tag, verstehst du? Das mag ja sein, aber du weißt, es gibt auch schlanke Menschen, die müffeln. Ja, also die glauben, ein 96-Stunden-Deo reicht auch aus, 96 Stunden. Ja, das sind so Aussagen, also das nervt mich wirklich extrem. Ne? So Schubladendenken einfach. Genau. Oder alle... Ach nee, das ist mir zu politisch, das will ich nicht sagen. Und welche Wörter mich nerven? Alter! Alter, ey! Digga! Bro! Das ist, weiß ich nicht, weißt du, ich finde, unsere deutsche Sprache geht einfach den Bach runter. Ja. Ganz einfach. Und die sind Alter. Ich weiß nicht, wie lange es das Alter gibt, aber schon in den 80ern, als ich jugendlich war, da fing das schon an, dass... Leute, die in meinem Alter waren, halt Alter immer gesagt haben. Ganz besonders schlimm finde ich das einfach, wahrscheinlich macht es ja keinen Unterschied, aber ich finde, bei Frauen hört sich das noch mal schlimmer an, wie bei... Gerne. Kommt jetzt auch auf die Frau an. Wenn da so ein Luxus, möchte gern Luxusweibchen ist, so eine Insta-Bitch, ja, die vorgaukelt, wie vornehm sie ist und dann kommt so ein Wort. Und dann immer, Wort. Alter! Alter, ey! Nee, also das sind so Sachen, die nerven mich tatsächlich. Damit machst du mich wütend, wenn ich das auf Dauer höre. Mein Bruder, der sagt auch mal Alter und da krieg ich echt... Ich bin nicht Alter, ich habe einen Namen. Ja? Oder Digger bin ich auch nicht. Ich bin vielleicht dick, aber kein Digger. Das ist... Weiß ich nicht. Hat das was mit dem Alter zu tun? Nein, mich hatte damals, als ich in den 80ern, wo ich jung war, hat mich das Alter halt auch schon gestört. Alter. Ja. Das ist so, wenn man genervt ist, dann kann man mir sagen, wovon man genervt ist. Musik nicht ständig Alter. Oder wenn einer was toll ist, ist ja scheißegal. Zu was? Es wird ja ständig benutzt, dieses Wort. Und für mich ist das ein Unwort, Alter. Gefällt mir nicht. Aber gut, das ist so und. Ja. Mir gefällt die andere nicht. Dann fragst du noch die letzte Frage, die wir jetzt auch hier für diese Maske nehmen, weil ich merke schon, dass das hier echt spannend. Ja, komisch ist, ne? Mhm. Ja. Für welche Stars habt ihr als Teenie geschwärmt? Oh. Du zuerst? Beatles. Aha. Shakin' Stevens. Ja. Stones. Colt Sievers. Elvis. Duro Pesch. Giuseppe Werding. Oh. Heute noch. Iron Maiden. Bill Ramsey. Ja, die kennt keiner, aber ich kenn den auch. Ja. Bei mir wird's ja schon schwierig. Peter Maffei. Ich glaube, das reicht. Oder? Ja, das auch. Also ich bin auch so Musiker, ne? Na klar, ich habe Backstreet Boys und so was auch gerne, aber ich war jetzt kein Fangirl. So. Oder was ich Take Z. Also ich bin nicht in Tränen ausgebrochen, als die sich da getrennt haben. Ich fand es schade, aber ja, also da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich dafür geschwärmt habe, aber die ich jetzt hatte, da hatte ich halt auch die Poster an der Wand zu hängen, ne? Von denen habe ich schon nicht geschwärmt, ja. Mit aufs Rot. Ja, na siehst du. Liebe Sassi, vielen Dank für deine vielen, vielen Fragen. Ich habe sie mit wachsender Begeisterung beantwortet, gerne mehr davon. Fand ich sehr kreativ. Und ja, die restlichen Fragen, die jetzt hier noch offen sind, die bleiben für das nächste Mal. Die bleiben für das nächste Mal, genau. Wir haben ja noch 1, 2, 3. Ist ja nicht mehr so viel. Es kommt ja erst mehr zu, wa? Jetzt ist ja Corona, jetzt habt ihr ja mehr Zeit, endlich mal genau. Da Fragen zu Genau, denkt dran, gleich der erste Beitrag im Community-Tab ist der, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Wir freuen uns auf eure Fragen. Wir freuen eure Ohren. Aber jetzt muss ich das hier erstmal abmachen und dazu machen wir einen ganz kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Ja. Bis gleich. Tschüss. Da sind wir wieder. Wir sind da. Frisch. Ja. Sehr zufrieden? Sehr zufrieden, ja. Die Maske, die war... Also ich habe eine babyweiche Haut. Und du? Ja, ich auch. Weich wie ein Kinderpopo. Ich fühle mich auch total gut aufgepolstert, was diese Hyaluron irgendwie angeht. Und ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen skeptisch, was Naturkosmetik-Geschichte angeht. Mhm. Weil das meistens ist das ja immer, weiß ich nicht. Ich war skeptisch. Und ich bin positiv überrascht. Und ich würde mir die tatsächlich wiederholen. Doch, bin angetan, ja. Ja. Fühlt sich gut an. Nix spannt, nix hat gekribbelt. Ja, ich kann ja nochmal jetzt hier mehr an meinem Spiegel das beurteilen. Hm. Also die ganzen Trockenheitsfältchen und die, ja, das ist weg. Ja, bei mir ist alles feucht. Jetzt sind nur die normalen Altersfältchen da. Die kriegst du schon mit einer Maske weg. Ja. Na doch, bei mir ja. Ich hatte hier 4. Jetzt habe ich bloß noch 2. Gib mal die Vogelwasser. Komm. Ja, meine Liebeleins. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt, ja, dass ihr zugehört habt. Stellt uns gerne weiter Fragen in den Community-Tab. Oder lutscht und alle drunter. Lutscht. Den Hashtag Mamo. Lutscht den, ja. Ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und einschaltet und uns zuguckt, wie wir uns irgendeine Pampe ins Gesicht schmieren. Bis dahin, passt auf euch auf, stay strong and positiv und vor allen Dingen bleibt gesund, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Bis dahin, tschüssi. Tschö. Abschalten. Ja.